Gia. Okay, ach jetzt. Ah, oh, das ist so blöd, das System. Ja. Allgemeine Diagnose, ja. Kommt hier jetzt gerade einer? Ja. Ah, das ist gut. Oh, wir sind gleich wieder im Plus. Oh. Er hat eine spitze Zunge. Dass er überhaupt noch reden kann. Er weiß es nicht. Ja, 67%. Spitzzungenabteilung. So. Ach, herrlich hohen Bollern. Nein. Jetzt kommt ein Erdbeben. So. Reparieren. Das sieht alles gut aus hier. Wartet ihr auf ein OP? Nee. Wo wartet die denn? Auf was wartet die denn? Was hat die denn Durchfall? Meine Herren. Oh, wir haben Geld gekriegt. Von irgendwo. Müssen wir was reparieren. Ja. Ja, ist besser, ne? Als wenn es wieder explodiert. So, das brauchen wir nicht. Das, ja, ist okay. Mal gucken, ob wir noch einen Psychiater kriegen können. Nein, natürlich nicht. So. 3, 4. So, 4 Bänke in die Mitte. Genau, das ist besser. 55 ist nicht genug. Ja. Ach, und das nach dem Monatsanfang. Wir brauchen. Was? Okay. Ach, hier haben wir auch schon mal gebaut. Bauen wir da nochmal hin. Nochmal 4. Vielleicht geht's ja dann doch schneller. Ach, da rennt die Maus. Ja. Als ob da ein Loch ist und dann ist sie weg. Der wartet da. So. Ich glaube, wir brauchen doch noch einen Arzt, ne? Jetzt haben wir 6000. Nee, das reicht nicht. Oh. In den OP. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine neue Diagnose. Kardiogramm haben wir, Scanner oder Röntgen? Ah, ist beides teuer. Das ist beides teuer. Anscheinend können wir die eine gar nicht erkennen. Wo ist denn noch einer? Da kommt er schon angerannt. Ja. Oh, und den können wir heilen, ne? Wie viel bringt es? 1000. Was hat er denn? Was? Wissen wir nicht. Wo steht denn das? Ach, hier, heiße Rippchen, ja. Naja. Bah, das kann ja wohl nicht sein. Andauernd ist hier irgendwas. Wie viel kostet der? 300? Nein, das ist zu viel. Wir brauchen noch so einen Deppenarzt hier. Ja. So, einmal bitte ausziehen. Ja, du stehst im Weg. Oh, okay. Diese ansteckende Krankheit wird allmählich ernst. Los, Sie müssen handeln. Was ist das hier? Kann man das hier sehen? Ach ja, da kann man sie nach vorne schieben. Das ist ja okay, das ist gut. Das habe ich nicht beachtet. Wissen wir schon, was die hat? Heiße Rippchen. Wieso ist denn das ansteckend? Hat sie einen heißen Stein dabei? Wo geht sie denn jetzt hin? Sterben, ja. Was? Schon wieder? Ach. Ich bin gerade im Plus. Ich kann ihn nicht anklicken. Der ist es.
Erdbebenwarnung. Wartet hier irgendeiner? Aber ich verstehe diese Epidemie nicht. Warum jetzt auch noch ein Erdbeben? Reicht nicht die Epidemie? Meine Herren! Ja, mach doch auch noch kaputt! Jetzt können wir nicht mal was bauen. Wo ist denn der, der es verursacht? Nee, ich kann nicht mal veranlassen, dass sie denn zur Pharmatheke gehen. Was? Nein, er fühlt sich gar nicht wohl hier. So ein Mist. Um die Epidemie zu vertuschen, wenn die Zeit abgelaufen ist, oder ein infizierter Patient. Ist er rausgegangen? Oh, ich verstehe diese Epidemie nicht. Dabei waren wir so kurz davor. Wie kriegt man das denn hin? Was macht man denn damit? Was? Epidemie ist vorbei? Was? Lachkrampf zu vertuschen? Ja, toll. 1600. Nee, 16.000! Kopfus Carlos. Nee, können wir nicht. Wo wartet die denn drauf? Auf einer Rezeption? Nee. Ach, die ist schon tot. Ja, toll. Mann, läuft das beschissen! Haben wir nur noch eine Schwester? Nee, haben wir doch zwei. Ja, Glück haben wir noch einen Arzt eingestellt. Wo sind denn die Handlanger? Die machen hier alles wieder dreckig. Und mein Entlüfter ist kaputt. Können wir nicht mal neu bauen? Kann man das hier machen? Nein. Das ist so... Das macht doch keinen Sinn, dass man den nicht ersetzen kann. Ja, reparieren. Meine Herren. Steht hier nur rum, ja. Wo wartet sie denn drauf? Gehen wir nach vorne? Nee. Nach vorne. Ach so, das geht auch, ja. Ist das hier gewesen? Nee. Ja, ja. Wo wartet sie denn drauf? Das kann doch nicht sein. Warum sind die so langsam? Ja, sie hat keine Lust. ...18.000 negativ. Wo geht sie denn jetzt hin? Zur Station? Ja. So, sie geht erstmal ins Bett, ja. Gut. Haben wir irgendwas hier, die schlimm aussehen? Ja, der mit dem großen Kopf kann gleich nach Hause gehen, ne? Können wir nicht heilen. Tschüss. Hier ist noch einer. Kann ich nicht anklicken. Da ist noch einer. Tschüss. Wir haben keine... Ach, der kann auch gehen hier mit seinem kahlen Kopf. Ah, kann ich nicht anklicken. Warum hat der nie eine Ahnung?
Ja, ich habe kein Geld. Aber anscheinend können wir auch nichts heilen, weil wir nichts diagnostizieren können, ne? Ist das der Grund? So, wo geht denn der jetzt hin? Jetzt muss der wieder warten. Nee, kann ich nicht anklicken. Boah, nee. Nee, irgendwas ist hier mächtig schief gelaufen. Keine Ahnung warum. Der wartet vor der Tür. Ja, würde ich mal sagen, fange ich in der nächsten Folge hier nochmal von vorne an. Weil das bringt ja gar nichts. Andauernd kommt eine neue Epidemie. Das bringt ja nichts. So. Dann aus die Maus und raus aus dem Haus.